Wieso hat uns der Fährmann nicht weitergebracht? Dem Fährmann war es hier zu unheimlich. Ist es denn unheimlich hier? Hast du Angst? Nein, du bist ja da. Ist das schon das Ende eurer Welt? Ja, bald sind wir da. Warum ist es dann so düster hier? Du sagtest doch, Fanglari wäre ein schöner Ort. Und müssten wir nicht schon den grünen Himmel am Horizont sehen? Fanglari wäre schlecht verborgen, wenn es jeder schon von Weitem sehen könnte. Da hast du recht. Ach, Geron, es klingt alles so wundervoll, als würden bald all meine Träume wahr werden. Sag mir, in Fanglari gibt es doch bestimmt eine Prinzessin. Weißt du, ob sie glücklich ist? Keine Prinzessin ist so glücklich wie die von Fanglari. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz, zusammen mit dem König der Kastanien. Und jeden Abend singen ihr die Tiere des Waldes ein Schlaflied, das man noch bis hinter die Hügel im Elfenbeingebirge hört. Und verlässt sie jemals ihren Turm? Die Prinzessin von Fanglari liebt es zu reisen. Darum gibt es in ihrem Turm auch Türen, die überall hinführen. Durch die Kleidertruhe geht es in die Wüste und auf dem Dachboden führt ein Fenster hinaus auf eine einsame Insel. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Geron? Hm? Als ich damals das Feenreich verließ, habe ich immer von einem Land wie Fanglari geträumt. Bald wird es wahr. Und es ist sogar noch schöner, als ich je gedacht hätte. Warte doch erst mal, bis wir da sind. Das ist es nicht. Ich möchte dir etwas geben. Deine Kette? Aber... Bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. Aber wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Dann kannst du auch alles wieder heil machen, was du zerdepperst. Ich weiß nicht, ob... Jetzt nimm sie schon. Schön. Eine endlose Nacht am Ende der Welt. Genau richtig. Richtig wofür? Na, für unseren Liebesbund. Nori, was auch immer passiert, du vertraust mir, richtig? Mhm. Das passt ja. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Magst du mich nicht? Natürlich mag ich dich. Aber wir sind hier mitten im Nirgendwo. Und? Ich möchte nicht... Ein erster Kuss sollte nicht in matschigem Schlick und stinkendem Nebel geschehen. Wunderbar. Das passt ja. Nori, ich muss... Also, es ist so. Warte, ich löse deine Zunge. Hm? Was wolltest du mir sagen? Ach,
Ich erzähle es dir morgen. Rabe! Psst! Der arme Geron. Du wächst ihn noch auf. Wo warst du so lange? Ich habe mir einen Überblick verschafft. Und ihr? Wir gehen nach Fanglari. Dort kann ich endlich wieder zaubern. Es gibt Regenbogenbiber und ich bin sicher vor dem Seher. Und dich nehmen wir jetzt auch mit. Nach Fanglari? Es ist so schön dort. Es gibt einen grünen Himmel und die Zeit ist unendlich. So, so. Einen grünen Himmel also. Reden. Gut. Wir nehmen am besten das Ruderboot, um dem Licht des Prismas zu folgen. Dann sind wir schon bald am Tor nach Fanglari. Fehlt nur noch ein Paddel. Aber ich kümmere mich schon drum. Bisher habe ich ja auch alles andere hinbekommen, richtig? Richtig. Siehst du den Stiel davon irgendwo, Nuri? Nein. Endlich so etwas wie eine Waffe. Wenn ich jetzt deine Zauberkraft habe, wünsche ich mir einfach die Löcher weg. Es hat geklappt. Ich kann tatsächlich zaubern. Die Torfstecher haben alles stehen und liegen lassen. Ich frage mich, warum. Schon haben wir unser Paddel. Lass das Boot frei. Jetzt brauchen wir es doch nicht mehr. Falls das Boot wegtreibt, habe ich keine Wahl. Dann muss ich Nuri nach Fanglari begleiten. In ihre Welt, meine ich. Au, das Zeug brennt. Namenloses Gewächs. Ich möchte gar nicht wissen, was mit dem Besitzer geschehen ist. Der Baum ist hohl. Vielleicht ist er das Tor nach Fanglari. Und wo ist das Monster? Mein Arm ist zu kurz. So tot wie alles andere hier. Es gibt immer einen Weg. Nuri? Ich gehe zuerst. Ich gehe zuerst. Wenn ich zum Stein werde, folge mir nicht. Wenn du zum Stein wirst, kannst du mich aber auch nicht warnen.